إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Liebe Zuhörer aus dem Internet, und herzlich willkommen in unserer Unterrichtsreihe über die Eigenschaften der frommen Vorfahren. Subhanallah, diese Eigenschaften sind gewaltig. Diese Eigenschaften helfen uns, unseren Charakter zu verändern und zu verbessern. Diese Eigenschaften helfen uns, Taqwa zu bekommen, Gottesfurcht zu bekommen. Diese Eigenschaften helfen uns, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala näher zu kommen. Eine Eigenschaft in der Salafus Salih war, dass sie sich selbst immer analysierten, ihre Taqwa, ihre Frömmigkeit immer unter die Lupe nahmen und niemals behaupteten, sie seien selbst gottesfürchtig. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt: So erklärt euch nicht selbst für lauter, für rein. Er weiß sehr wohl, wer gottesfürchtig ist. Also Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wer von uns gottesfürchtig ist. Ihr braucht das nicht selber zu erwähnen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: At-taqwa ha huna. Taqwa, Gottesfurcht, ist hier, und deutete dreimal auf seine Brust. Also Gottesfurcht ist im Herzen und nicht irgendwo anders. Umar ibn Abdul Aziz, rahimullah, pflegte zu sagen: Keiner kann die Stufe von Taqwa erreichen. Und liebe Geschwister, hört zu, das ist gewaltig. Die Sachen von heute sind gewaltig. Ich nenne solche Sachen immer den Tod, da sie einen richtig, richtig ins Herz treffen, subhanallah. Umar ibn Abdul Aziz pflegte zu sagen: Keiner kann die Stufe von Taqwa, von Gottesfurcht erreichen, bis er weder Taten noch Worte besitzt, die zu seiner Verlegenheit aufgedeckt werden könnten. Die zu seiner Verlegenheit aufgedeckt werden könnten, weder im Diesseits noch im Jenseits. Subhanallah. Und er erklärte später nochmal, als er gefragt wurde: Wann hat der Diener die Spitze von Taqwa erreicht? Ibn Abdulaziz sagte: Wenn er alle seine Gedanken und alle seine Gelüste in seinem Herzen auf eine Platte legen würde und damit auf dem Markt herumspazieren würde und er sich nicht beschämt fühlen müsste für irgendetwas davon. Subhanallah. Und wer kann das von uns heute behaupten, liebe Geschwister? Wer kann diese Gottesfurcht erreichen? Das ist Gottesfurcht. Dass du dich nicht schämst, dass du dich nicht für irgendeine Tat, für irgendein Wort, für irgendein Gedanken nicht beschämt fühlen müsstest, wenn andere es mitbekommen und du, wenn du vor Allah subhanahu wa ta'ala stehst, nicht beschämt sein würdest. Und er pflegte oft zu sagen: Das Zeichen vom Gottesfürchtigen ist, sich selbst vom Sprechen zurückzuhalten. Genau wie jemand, der im Ihram sich selbst vom Sprechen zurückhält. Der Muttaqi, der Gottesfürchtige, muss ein Alim, ein Gelehrter der Scharia sein. Vor allem davon, ansonsten verlässt ihn die Taqwa, ohne dass er es merkt. Warum sagt er sowas? Weil ein Gelehrter oder ein Student des Wissens, der wird tagtäglich an die Gottesfurcht erinnert. Und er liest Sachen, er studiert Sachen, er lernt Sachen, die ihn immer wieder an Allah subhanahu wa ta'ala, an das Jenseits und für das, warum er überhaupt erschaffen ist, erinnert. Und je mehr er lernt, desto gottesfürchtiger wird er. Abu Darda, rahimullah,
radiallahu anh sagte, von der Vervollkommnung von Taqwa ist, von der Vervollkommnung von At-Taqwa, von der Gottesfurcht ist, dass der Diener von seinem Herrn fürchtet, sogar in Bezug auf Dinge im Gewicht eines Atoms, ja, von einer Dharra. Das heißt, er sagt, Taqwa, vollkommene Taqwa ist diese, wenn der Diener, selbst wenn sie, wenn seine Tat noch so klein ist, diese vor Allah subhanahu wa ta'ala fürchtet. Ja, und nicht sagt, ja, das ist nur eine kleine Sache, Allah drückt da schon ein Auge zu. Nein, nein. Sondern er ist konzentriert und er fürchtet Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Huraira radiallahu anhu wurde über Taqwa gefragt. Und At-Taqwa heißt Gottesfurcht, ja. Für die, die es noch nicht wissen oder verstanden haben, At-Taqwa heißt Gottesfurcht. Abu Huraira sagte, es ist eine Straße voller Dornen. Einer, der sie beschreitet, muss enorme Geduld haben. Subhanallah. Das ist At-Taqwa. Sufyan al-Thawri, rahimullah, sagte, wir trafen Leute, die es liebten, wenn zu ihnen gesagt wurde, Ittaqillah, fürchtet Allah. Wer sagt das? Sufyan al-Thawri, ein großer Gelehrter. Ja, der war, subhanallah, kurz nach den Sahaba, ja, kurz nach, gehörte zu den Salaf. Er sagt, wir trafen Leute, die es liebten, wenn man zu ihnen sagt, fürchtet Allah. Doch heute finden wir vor, dass die Leute sich dadurch nur bloß verärgert wurden. Subhanallah, als ob er von unserer Zeit spricht. Ja, sogar wenn du heute zu jemandem sagst, fürchte Allah, dann sagt er zu dir, fürchte doch du Allah. Fürchte du Allah, was ich soll Allah fürchten? So, subhanallah, wo ist der Anstand, wo ist das Benehmen? Man wird direkt verärgert und man schreit auf, anstatt man sagt, wie Umar ibn Khattab, als er auf der Kanzel stand und er etwas sagte, was nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam verbot, dann stand eine Frau auf und sagte, ja, Amir al-Mu'minin, ittaqillah, fürchte Allah, wie kannst du etwas verbieten, was der gesamte Allah nicht verbot? Was hat er gemacht? Und er war zu dieser Zeit Amir al-Mu'minin, der Führer der Gläubigen, der Präsident des größten Reiches, subhanallah, der gewaltigsten Armee. Er hätte nur mit dem Finger schnipsen müssen und sie hätten sie rausgetragen und geköpft. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, Allahumma ja'alni min al-muttaqin. Er hat gesagt, oh Allah, mach mich von den Gottesfürchtigen. Subhanallah, diese Leute haben Taqwa richtig verstanden. Und wenn zu ihnen gesagt wurde, fürchte Allah, Dann haben sie Gänsehaut bekommen und sie haben Dua zu Allah gemacht, dass Allah sie von den Gottesfürchtigen gemacht. Und sie haben es als die beste Nasiha angesehen, wenn jemand zu ihnen fürchtet, Allah sagte. Und sie haben es auch als ein Erwischen ihrer Sünden angesehen. Das heißt, wenn jemand zu ihnen sagte, fürchte Allah, dann wussten sie, irgendwas stimmt noch nicht. Irgendwas habe ich noch nicht richtig gemacht, dass ich diese Botschaft von Allah bekomme, dass ich ihn fürchten sollte. Und sie weinten deswegen. Subhanallah. Subhanallah. Eine Person fragte Fudail ibn Iyad, rahimullah, in welchem Land soll ich leben? In welchem Land soll ich bleiben? Fudail antwortete, es gibt keine Verbindung zwischen dir und irgendeiner Nation. Schaut mal, kein Nationalismus, kein du bist Türke, geh in Türkei, du bist Albaner, geh Albanien, du bist Deutscher, geh Deutschland, du bist Ägypter, geh nach Ägypten. Nein, er sagte, es gibt keine Verbindung zwischen dir und irgendeiner Nation. Das beste Land für dich ist das Land, welches dir hilft, Taqwa zu erreichen. Ja Allah, was für ein Verständnis, ja Allah, subhanallah, das war die Verständnis von Gottesfurcht. Das beste Land für dich ist das Land, welches dir hilft, Gottesfurcht zu erreichen. Subhanallah. O lieber Bruder, o liebe Schwester, untersuche deine Seele. Hast du Allah gefürchtet? Hast du Allah gefürchtet, wie es unsere frommen Vorfahren taten? Oder warst du mangelhaft darin? So ersuche Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung, auf das er dir vergibt. Eine weitere Eigenschaft unserer frommen Vorfahren, liebe Geschwister, war die Fehler anderer zu bedecken. Immer wenn sie glaubten, einen Fehler zu sehen und sie waren so sehr selbst mit sich beschäftigt, dass sie überhaupt eigentlich gar keine Fehler anderer sahen. Ja? Und falls es dazu kam, dass
dass falls es dazu kam, dass sie einen Fehler sahen bei ihrem Bruder, so haben sie diese bedeckt, subhanallah. So hassten sie es, jemanden in Verlegenheit zu bringen, ihre eigenen Fehler in ihren Worten, Taten, Speisen, Getränk bedeckend. Sie pflegten ihre Körper zu überprüfen, damit sie sich selbst nicht vorfanden, ins Verbotene zu treten, speziell in Bezug auf die Zunge, den Magen und den Intimbereich und die Augen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Hüte dich vor dem Verbotenen und du wirst der hingebungsvollste Diener sein unter den Leuten. Sei zufrieden mit dem, was Allah dir an Versorgung gegeben hat, und du wirst der Reichste unter den Leuten sein. Sei gut zu deinem Nachbar und du wirst ein Gläubiger sein. Liebe für die Leute, was du für dich selbst liebst, und du wirst ein Muslim sein. Und lache nicht viel, denn zu viel Lachen tötet das Herz. Subhanallah. Subhanallah, liebe Geschwister. Und wir kennen den Hadith, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Er sagte, in der Hadith ist ein Muslim von Abu Huraira überliefert: Man naffasa an mu'minin kurbatam min kurabid dunya, naffasa Allahu anhu kurbatam min kurabi yawm al-qiyamah. Er sagte, wer einem Gläubigen, wer seinem Bruder oder seiner Schwester eine Erschwernis von den Erschwernissen, von einem Kummer, von den Kummern vom Diesseits wegnimmt, dem nimmt Allah am jüngsten Tag, an dem die Kummer und Sorge und Erschwernisse gewaltig sind, ein Kummer vom jüngsten Tag weg. Und er sagte: وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Sagte, wer es einem erleichtert, der in einer Erschwernis ist, so wird es Allah am jüngsten, so wird Allah subhanahu wa ta'ala ihm es erleichtern im Diesseits und im Jenseits. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam: وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Ja? Und wer einen Gläubigen deckt, also wer einem Muslim seine Fehler verdeckt, dem verdeckt Allah subhanahu wa ta'ala seine Fehler im Diesseits und im Jenseits. Wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Subhanallah. Das ist sehr wichtig. Er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala, der Schöpfer aller Sachen, Schöpfer aller Dinge, der hilft seinem Diener, solange der Diener seinem Bruder hilft. Das heißt, solange du deinem Bruder und deiner Schwester hilfst und hilfsbereit bist und nicht nur denen, sondern auch allen Menschen hilfst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala immer an deiner Seite sein und dir helfen. Subhanallah, liebe Geschwister. Subhanallah ist eine gewaltige Sache. Und die Sahaba pflegten vorsichtig zu sein in ihrer Religion. Yunus ibn Ubaid sagte, wahre Vorsicht in der Religion ist, alle zweifelhaften Dinge zu unterlassen und die Seele mit jedem Schritt zur Rechenschaft zu ziehen. Wer also nicht so ist, kann nicht vorsichtig genannt werden. Einer der frommen Vorfahren sagte, untergrabe die Vorsicht nicht in kleinen Dingen, denn sie ist eine Leiter, die zur Herabstufung der Vorsicht in größeren Dingen führt. Subhanallah. Sozusagen, sei nicht unvorsichtig in kleinen Dingen, indem du sagst, ja, das ist doch nur etwas Kleines. Nein, sondern achte auf sie, denn sie können eine Leiter zu großen Dingen werden. Subhanallah. Dahaq pflegte zu sagen, wir trafen gewisse Leute, die 3 Monate oder mehr reisten, um Vorsicht in der Religion zu erlernen. Heute streben die Leute nicht danach und praktizieren sie nicht, selbst wenn ihre Aufmerksamkeit darauf gelenkt wird. Subhanallah, liebe Schwester. Subhanallah. Wenn die Salaf Geld an einem Ort liegen ließen und dann zurückkamen zu diesem Ort, nachdem sie bemerkt hatten, dass ihr Geld fehlt, so nahmen sie es nicht, wenn sie es dort sahen, indem sie sagten, es könnte sein, dass dieses Geld aus der Tasche von jemand anderem gefallen ist, um mein eigenes Geld, und jemand mein Geld genommen hat. Subhanallah. Er verliert sein Geld an dieser Stelle und er kehrt zurück und er sieht, das Geld ist an derselben Stelle, aber er nimmt dieses Geld doch nicht, weil er dann sagt, oh, vielleicht mein Geld hat jemand anders genommen und jemand anderes hat sein Geld auch hier verliert und kehrt zurück.
Subhanallah, was für Eigenschaften, was für gewaltige Eigenschaften waren diese Sache. Subhanallah. Eine weitere Eigenschaft der Salafus Salih, liebe Geschwister, war ihre vollkommene Intelligenz, kann man sagen. Sie waren, dass die Zuneigung, Ruhe, Ernsthaftigkeit, Wort, ihre Wortgewandtheit von ihrer Intelligenz hatten. Von der Aussage von Amir al-Mu'minin, Ali radiallahu an. Ali radiallahu an sagte, das Körperwachstum an Höhe eines Dieners endet im Alter von 22 Jahren. Und das ist heute wissenschaftlich bewiesen, dass der Körper im Durchschnitt bis zu 22 Jahren wächst. Wie hatte das Ali ibn Abi Talib gewusst? Das zeigt, dass die Muslime damals intelligent waren und nicht so wie heutzutage sich beschäftigten mit Alkohol und Drogen und vernichten und sich zerstören und die Gesellschaft zerstören, subhanallah. Sie waren intelligent. Und er sagte weiter, seine Intelligenz erreicht seine Spitze im Alter von 28. Was danach kommt, bis zum Ende seines Lebens, ist bloß Prüfung oder Heimsuchung. Subhanallah. Qatada, rahimullah, pflegte zu sagen, Menschen sind von drei Arten. Ein Mensch, ein halber Mensch und kein Mensch. Er sagt, der Mensch ist der, von dessen Ansicht und Intelligenz Nutzen hervorgeht. Also ein vollkommener Mensch ist der, von dessen Ansicht und Intelligenz Nutzen kommen. Ein halber Mensch ist der, der die Intelligenten fragt und entsprechend ihre Ansichten praktiziert. Und derjenige, der kein Mensch ist, nach Qatadas Ansicht, ist der, der weder Intelligenz noch korrekte oder nützliche Meinung besitzt und noch fragt er jemand anderes, der dieses besitzt. Subhanallah. Das heißt, unsere frommen Vorfahren achteten darauf, ja, und achteten darauf, intelligent und schlau zu sein. Und sie ließen nicht ihre Intelligenz verkümmern, subhanallah. Sufyan ibn Uyayna sagte, die geschickteste aller Kreaturen benötigt trotz alledem eine Stimme. Jedes Lebewesen hat eine Stimme. Und er sagte, die klügste Frau benötigt trotz alledem einen Ehemann. Und der klügste Mann benötigt trotz alledem einen Rat einer weisen Person. Ein Rat einer weisen Person. Und das kann man natürlich auch andersrum sagen. Der klügste Mann benötigt auch eine Ehefrau. Und die klügste Frau benötigt trotz alledem einen Rat einer weisen Person. Subhanallah. Wahb ibn Munabbih sagte, wer behauptet, intelligent zu sein, aber dessen Aufmerksamkeit nicht auf das Jenseits abgestimmt ist, der ist ein Lügner. Subhanallah. Das sind weise Worte. Wenn jemand behauptet, er ist intelligent, aber er bereitet sich nicht auf das vor, was hundertprozentig eintrifft, und es gibt nichts Sichereres als der Tod, der eintrifft, und wenn eine Person sich nicht mit dem beschäftigt, das hundertprozentig eintrifft, diese Person kann von sich nicht behaupten, dass er intelligent ist. Subhanallah, wir beschäftigen uns mit Sachen, die wir sagen, ich würde das bauen, ich kümmere mich um diese Sache, in 2, 3 Jahren mache ich das, 5 Jahren mache ich das, 10 Jahren habe ich das vor. Das sind gute Ziele, inshallah. Aber wenn du dich mit deinen Zielen im Diesseits beschäftigt hast, aber nicht mit dem, was im Jenseits auf dich zukommt, dann fehlt es an deiner Intelligenz oder es fehlt ein Stück deiner Intelligenz. Denn der wahre Intelligente kümmert sich um das ewige Leben und nicht um das Vergängliche. So erkenne, lieber Bruder, liebe Schwester, folge den reinen Vorfahren und du wirst Ruhe finden. Und bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er dich und mich reinigt. Eine weitere Eigenschaft der Salafus Salih und der frommen Vorfahren, und wie gesagt, das hat nichts mit Salafismus zu tun, das ist einfach nur ein Wort, subhanallah. Ist einfach nur ein Wort der frommen Vorfahren. Eine Eigenschaft der frommen Vorfahren war ihr Schweigen oder ihr endloses Schweigen und ihr weises Sprechen. Subhanallah. Einer von ihnen sagte, Weisheit wird angefacht von 4 Dingen. Weisheit wird angefacht von 4 Dingen. Traurigkeit nach Sünden. Bereitschaft für den Tod. Leere Magen. Und das Begleiten derer, die auf diese Welt verzichten. Subhanallah.
Er sagte, Traurigkeit nach Sünden, das heißt, traurig zu sein, wenn man eine Sünde gemacht hat, dass man sich damit beschäftigt und Allah subhanahu wa ta'ala um Verzeihung bittet. Das Bereitschaft für den Tod heißt nicht, in den Tod zu springen, sondern dass man bereit ist, den Tod zu empfangen, dass man keine Angst hat vor dem Tod, dass man sich vorbereitet, weil man sich eben vorbereitet hat. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى. Er sagt, bereitet euren Proviant vor und der beste Proviant ist Gottesfurcht. Subhanallah. Leere des Magens, das heißt, sie füllten ihre Magen nicht, ihre Mägen nicht, denn sie wussten, ein voller Magen ist das Schlimmste, was sie füllen könnten. Ein voller Magen lässt sie schlafen und nicht denken. Ein voller Magen lenkte sie ab. Das heißt nicht, dass du immer hungrig sein sollst. Du kannst ja ab und zu den Bauch vollschlagen, wenn es halal ist, inshallah. Doch sollte es nicht dein tägliches Leben sein, fülle den Magen, wie unser Gesandter Allah sagte. Dem Sohn Adam genügt es, ein Stück zu essen. Und wenn ihm das nicht genügt, so soll er ein Drittel essen, ein Drittel trinken und ein Drittel Luft im Magen lassen. Subhanallah. Und begleiten derer, die auf diese Welt verzichten. Und das ist eine gewaltige und wichtige Sache, dass man jene begleitet, dass man jene in dieser Welt begleitet oder zumindest von ihnen hört und von ihnen lernt, die es geschafft haben, dass ihre Körper zwar noch im Diesseits sind, aber ihre Seele schon im Jenseits bei ihrem Herrn emporgestiegen sind. Subhanallah. Als Imam Shafi rahimullah sagte, und es ist ein Beispiel, weise Aussagen, die Menschen, die am wenigsten Entspannung haben, sind die Hasserfüllten und Neidischen. Schaut mal, was für eine Aussage. Die Menschen, die am wenigsten Entspannung haben, sind die Hasserfüllten und Neidischen. Abu Muawiyah al-Aswad, rahimullah, sagte, wer von Allah um Gutes in Hülle und Fülle gebeten hat, dann bei Nacht und bei Tag schläft er wenig. Die Übersetzung ist ein bisschen. Das heißt, wer um Allah subhanahu wa ta'ala um viel Gutes bittet, der schläft bei Nacht und bei Tag sehr wenig. Er sagt auch, wer Wert sucht beim Niederträchtigen, der hat niemanden zum Beschuldigen außer sich selbst, wenn er beschimpft wird. Subhanallah. Und Imam Shafi sagte, wer üble Nachrede für dich verbreitet, verbreitet üble Nachrede gegen dich. Ja, wer üble Nachrede für dich verbreitet, das heißt, du hast ihn angestiftet, du hast gesagt, schau mal, der ist so und so, die ist so und so, der macht so und so und der geht und der verbreitet das unter Leuten. Er sagt, er hat das nicht gegen die Leute, sondern gegen dich verbreitet. Und er sagt weiter, wer dir Geschichten erzählen kommt, wird Geschichten über dich erzählen. Subhanallah. Das heißt, wenn jemand kommt und er redet über andere Leute, dann wisse, er wird auch über dich reden. Deswegen achte darauf, wer dein Freund ist. Subhanallah. Er sagt weiter, wer, wenn er mit dir zufrieden ist, über dich sagt, was nicht in dir ist, wird, wenn du ihn verärgerst, über dich sagen, was nicht in dir ist. Das war ein bisschen kompliziert, aber er sagt, wenn er mit dir zufrieden ist, über dich sagt, was nicht in dir ist, das heißt, du hast einen Freund und der ist ein Freund von dir und ist mit dir zufrieden und er sagt Sachen aber über dich, die du gar nicht hast, Eigenschaften, die du gar nicht hast. Ja, zum Beispiel kann es ja sein, dass es einen rechtschaffenen Mann gibt, der viel spendet, aber nicht viel fasten kann. Ja, also jeder hat seine eigenen Stärken. Keiner kann alles schaffen. Ja. Und dann sagt er über diese Person, ja, er spendet viel und er fastet viel, aber obwohl er nicht viel fastet. Dann sagt er, wenn du ihn dann verärgerst, wird er über dich sagen, was nicht in dir ist. Das heißt, er wird über dich lügen. Er wird sagen, ja, der ist so, der ist ein Heuchler, der betrügt. Der lügt dann über dich unter den Leuten. Subhanallah. Eine weitere Aussage von Abu Umayma rahimullah sagte, wer dir im Leben nichts Gutes bringt, lasse deine Augen nicht über ihn weinen wegen seinem Tod. Er sagte auch, Erkennung von Sünden zerstört das Begehen von Sünden. Subhanallah.
Erkennung von Sünden zerstört das Begehen von Sünden. Subhanallah. Ibn Mas'ud radiallahu anhu sagte, Demut erhöht den Niederträchtigsten und Arroganz erniedrigt den Feinen. Wer nach Führerschaft strebt, so wird sie ihn ermüden. Wer von der Führerschaft flieht, so wird sie ihm folgen. Subhanallah, schaut mal, nochmal. Demut erhöht den Niederträchtigen. Demut, wenn du demütig bist, dann wirst du erhöht. Und Arroganz erniedrigt den Feinen. Das heißt, wenn du demütig bist, auch wenn du ein Armer bist, wirst du erhöht. Doch bist du arrogant und du bist ein reiner Feiner, ein reicher Feiner, dann wirst du erniedrigt. Und er sagt, wenn du nach Führerschaft strebst, wenn du Führerschaft haben willst, dann wird es dich ermüden. Und wenn du vor der Führerschaft fliehst, so wird sie dir folgen. Fudail ibn Iyad sagte, wessen Zurechtweisung viel ist, dessen Freunde werden wenig sein. Schaut mal, was für weise Worte. Wessen Zurechtweisung, das heißt, wenn du immer und überall jeden sagst, das ist falsch, das geht nicht, das ist so, das, was machst du da schon wieder, und, dessen Freunde werden wenig sein. Das heißt nicht, jemand, der wenig Freunde hat, ja, dass er viel die Leute zurechtweist. Nein, es kann auch sein, dass jemand einfach nur zufrieden ist, mit seinen Freunden, oder dass jemand sich seine Freunde gut ausgewählt ist. Und Wallahi, ich sage euch, ein bester Freund oder eine beste Freundin, ja, die dich an Allah erinnert, wenn du vergisst, die deine Sünden verdeckt, wenn du sündigst, die dir sagt, fürchte Allah und sich nicht selbst beleidigt fühlt, wenn du es zu ihr sagst oder zu ihm sagst, das sind Freunde. Auch wenn es nur einer ist, ist es besser, als wenn du 10 hast, die dir nicht nutzen. Yahya ibn Mu'adh, rahimullah, sagte, wer nachsichtig ist, steigt über all seine Kollegen heraus, und wer seinen Zorn umsetzt, wird in das Meer der Erniedrigung getaucht. Subhanallah. Was für weise Worte. Weitere Eigenschaften der frommen Vorfahren war Stille und Fasten. Sie fasteten und sie sprachen wenig und sie praktizierten ihr Wissen. Muhammad al-Rahibi, rahimullah, sagte, wer in seinem Magen zusätzliche Nahrung gibt, aus dessen Mund werden zusätzliche Worte kommen. Subhanallah. Wer seinem Magen zusätzliche Nahrung gibt, ja, das heißt, du isst zu viel, dann wird doch zu viel aus deinem Mund wieder kommen. Aus dessen Mund werden zusätzliche Wörter kommen. Subhanallah. Das hat viel damit zu tun. Viele verstehen das nicht. Es ist tatsächlich so. Wenn du dein Essen beschränkst, dann wird doch dein Magen, dann wird doch deine Lippe beschränkt. Subhanallah. Ibrahim An-Nakhai, rahimullah, sagte, wer nachdenkt, wird sehen, dass die edelste und ehrenvollste Person jeder Sitzung diejenige ist, die am meisten schweigt. Denn Schweigen verschönert den Gelehrten und verdeckt die Fehler des Unwissenden. Subhanallah. Subhanallah. Gewaltige Sachen, liebe Geschwister. Masruf, radiallahu an, sagte, dass eine Person über unnötige Dinge spricht, ist ein Zeichen davon, dass Allah sie verlassen hat. Dass eine Person über unnötige Dinge spricht, ist ein Zeichen davon, dass Allah diese Person verlassen hat. Subhanallah. Subhanallah, liebe Geschwister. La ilaha illallah. Abu Bakr as-Siddiq, radiallahu an, pflegte, einen kleinen Stein in seinen Mund zu nehmen. Und er tat es über mehrere Jahre hinweg, um sich in Schweigsamkeit anzugewöhnen, dass er das Schweigen lernt. Er nahm den Stein nur vom Essen oder vor dem Bett raus. All dies, weil er Angst hatte, Unnötiges zu sprechen. Und als der Tod zu ihm kam, packte er seine Zunge und sagte, diese ist es, die Katastrophen hervorruft. Subhanallah. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, zum guten Muslim sein gehört, dass man das lässt,
was ihm nichts angeht. Oder besser, zum guten Charakter eines Muslim gehört es, dass man das lässt, was einen nichts angeht. Und wie oft mischen wir uns in Angelegenheiten ein, die uns nichts angehen. Und wir sagen im Nachhinein, ach, hätte ich mich doch nicht eingemischt. So sorge dafür, dass du dich nicht einmischst. Ich sage nicht, binde dir einen Stein in deine Zunge. Nein, aber beschäftige deine Zunge mit Dhikr. Beschäftige, übe dich in Schweigsamkeit und in Geduld. Ibn Ma'ati al-Asbahi Rahimullah sagte, wessen Sprechen zunimmt, dessen Fehler nehmen ebenfalls zu. Subhanallah. Das sind Sachen, die gewaltig sind, liebe Geschwister. Eine letzte Eigenschaft für heute, liebe Geschwister, ist das Verhindern von üblen Nachrede. Von den Art und Eigenschaften des Salaf war, dass sie den Weg zur üblen Nachrede in ihren Versammlungen blockierten, sodass diese nicht zu Versammlungen der Sünde werden. Sie fürchteten, dass ihre guten Taten womöglich nicht vermögen würden, auch nur einen einzigen Vorfall über üble Nachrede aufzuwiegen am jüngsten Tag. Um den Geschädigten von dieser üblen Nachrede auszuzahlen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagte, und führt nicht üble Nachrede übereinander, also redet nicht schlecht übereinander. Möchte denn einer von euch gerne das Fleisch seines toten Bruders essen, wo es euch doch zuwider ist, so fürchtet Allah. Subhanallah. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam fragte, wisst ihr, was üble Nachrede ist? Sie sagten, Allah und sein Gesandter wissen es besser. Er sagte, üble Nachrede ist, über seinen Bruder zu sagen, was er nicht mag. Üble Nachrede ist, über seinen Bruder oder über seine Schwester zu sagen, was er nicht mag. Er wurde gefragt, o Gesandter Allahs, was wenn ich in meinem Bruder vorfinde, was ich erwähnte? Ja? Also wenn ich etwas über ihn sage, was stimmt, was Tatsache ist, dann sagte der Gesandte Allahs, wenn das, was du über ihn sagst, wahr ist, dann ist das üble Nachrede. Subhanallah. Wenn das, was du über ihn sagst, wahr ist, das heißt zum Beispiel, jemand redet zu viel und sagst, guck mal, der redet viel, das ist üble Nachrede. Und dann sagt er, aber wenn es nicht in ihm ist, wenn es nicht wahr ist, dann hast du ihn verleumdet. Also schlimmer. Wenn du überlügst, über ihn Sachen sagst, die er nicht getan hat oder die Eigenschaften erwähnst, die er nicht hat, dann hast du ihn verleumdet. Subhanallah. Sufyan al-Thawri sagte, wenn euer Bruder außer Sichtweite ist, dann erwähne ihn so, wie du dir wünschst, dass er dich erwähnt, wenn du außer Sichtweite bist. Subhanallah. Subhanallah, das sind Eigenschaften. Und ich bitte Allah subhanahu wa ta'ala, dass er diese Eigenschaften euch und uns gibt, auf dass wir zu besseren Dienern werden und uns nur noch mit uns beschäftigen, unserem Charakter, dass wir erkennen, wie schlecht wir noch sind, aber gleichzeitig viel reden über große Themen und wir unsere Zunge nicht töten, subhanallah. Malik ibn Dinar, rahimullah, pflegte zu sagen, es genügt als Sünde, dass jemand nicht rechtschaffen ist, aber dann in einer Versammlung sitzt und über die Rechtschaffenen lästert. Subhanallah. Muhammad ibn Sirin, rahimullah, sagte, von der üblen Nachrede, die verboten ist, aber die meisten Leute nicht erkennen, ist ihre Aussage, diese Person ist wissender als die andere Person. Diese Person, schaut mal, er sagte, von der üblen Nachrede, die verboten ist, sagt Ibn Sirin, aber die meisten Leute das nicht erkennen, ist ihre Aussage, diese Person ist wissender als die andere Person. Dies ist, weil derjenige, der zweitrangig gemacht wurde, dadurch verärgert würde, Und es ist bekannt, dass üble Nachrede das ist, dass man über eine Person etwas sagt, was sie nicht mag. Subhanallah. Das heißt, wenn du hingehst und sagst, nein, mein Gelehrter ist besser als dein Gelehrter,
Ja? Dann hast du vielleicht den anderen Gelehrten verärgert, wenn er diese Sache wissen würde. Oder du hast ihn traurig gemacht. Und das kann zu üblen Nachrede zählen, liebe Geschwister. So sage ich euch, fürchtet Allah, auf dass er euch gottesfürchtig macht. Und bittet Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung, um eure Sünden. Und kümmert euch, wahrlich, kümmert euch nur um euch selbst, liebe Geschwister. Ich meine nicht, dass ihr nicht, dass ihr jetzt nur noch auf euch achtet und keinem mehr hilft. Nein, ich meine, schaut nur noch auf eure eigenen Fehler, auf dass ihr diese beseitigt. Achtet nicht auf Angelegenheiten, die gewaltig sind, worüber sich Gelehrten streiten. Streitet euch nicht über Themen, die unnötig sind, die euch nicht weiterbringen in eurer Religion. Redet nicht über Themen, die euch nicht näher bringen zu Allah subhanahu wa ta'ala. Reinigt eure Herzen mit Adhkar, mit Quran, mit Salah, mit Dua. Reinigt eure Herzen, reinigt euren Kopf, macht euch frei, schmeißt euren Fernseher mal weg, dass ihr mal anfangt aufzuwachen. Schaut diese Filme nicht, hört die Musik nicht, lest mal, was Allah und sein Gesandter euch sagen. Hört mal, was die Eigenschaften des Salafus Salih sind. Und eignet sie euch daran. Und ihr werdet merken, wenn ihr euch mit solchen Themen beschäftigt, die euren Charakter angehen, auf das ihr versucht, euren Charakter zu verändern, dann werdet ihr merken, dass ihr keine Zeit mehr findet, vor Fernsehen, rausgehen, sonst irgendwelche Sachen. Denn ihr seid nur noch damit beschäftigt, dass Allah subhanahu wa ta'ala mit euch und eurem Charakter zufrieden ist. So sage ich, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen, uns um Stufen erhöhen und ihn zum Paradies vereinen, wie er uns hier vereint hat. Subhanakallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.